Oh, der ist alleine. Jetzt war ich tot. Ich war nicht fertig, Junge. Ja, halli, hallo, liebe Gefängnisfreunde. Ich bin Tenshi und wir spielen The Escapists. Oder wie man das ausspricht. So, als erstes muss ich mal kurz für Pause drücken. Ich kann, glaube ich, Pause auch drücken, indem ich hier einfach irgendwie in mein Menü gehe. Okay, pass auf, Leute. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass dieses Video heute nicht 18 Uhr rauskommt, sondern wahrscheinlich etwas später, weil ich es jetzt erst aufnehme. Es ist gleich 17 Uhr und ich nehme es jetzt erst auf, weil ich gestern, wenn ihr mal das RoboCraft-Video heute angeschaut habt, dann wisst ihr, mir ging es richtig dreckig irgendwie. Also ich weiß auch nicht, meinen Livestream konnte ich noch machen, aber seitdem ich dann RoboCraft aufgenommen habe, ging es mir richtig irgendwie, da bin ich richtig abgestürzt sozusagen. Keine Ahnung, meine Stimme war auch ein bisschen Mitleidenschaft bezogen, ist immer noch ein bisschen. Naja, auf jeden Fall muss ich noch schnell was ansprechen, und zwar gab es ja ein paar Vorschläge, jeden Tag oder alle, also eine Folge vielleicht zwei Tage in-game zu machen. Und ich bin jetzt am Überlegen, wie ich es mache. Ob ich jetzt wirklich das so lasse, so beibehalte, wie ich es jetzt mache. Also drei Folgen in der Woche. Dafür halt so zwei Tage ungefähr im Spiel. Muss ich mal schauen, wie das mit der Zeit sich da ausgeht. Oder ob ich es wirklich mal so versuche. Ja, ihr könnt mir dann im Kommentar schreiben, was ihr davon haltet. Wenn ich so versuche, wirklich jeden Tag eine Folge rauszuhauen, so nennt man das ja, oder hochzuladen. Und zwar jeden Tag ein Ingame-Tag. Ja, also so, dass man wirklich dann, wenn man sagt, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt schon 50 Tage gespielt, dann haben wir auch wirklich fast 50 Tage, ja, gebraucht oder so. Wäre ziemlich cool, weil es wäre so echtzeitmäßiges Gefängnisding. Und es hat noch jemand gesagt, ich soll mir eine Geschichte für meinen Gefangenen ausdenken. Das muss ich auch noch machen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Das muss ich dann später machen. So, dann. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt. Jetzt fangen wir mal wieder mal an. Was müssen wir denn machen? Wir müssen eine Flashlight vom Officer Hunter holen. Dann müssen wir den mal zusammenschlagen. Aber ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Find a Kompschiff. Ja, ein Kompschiff finden. Ich habe ja letztens, habe ich mir selbst einen zusammengebaut gehabt. Aber da muss ich, glaube ich, da brauche ich eine, ich glaube, eine Zahnbürste oder sowas brauche ich dafür. Ich muss da nachher nochmal schauen. Joshua's Leiter, also das Feuerzeug von Martin wieder beschaffen. Find a Red of Putty for William, weil ich noch nicht mal weiß, was überhaupt, das ist ein Putty. Ich habe auch mal den Sound um 10% leiser gemacht. Wir werden dann mal schauen, wie das geht. Jetzt schnell noch ein bisschen gucken. Ja, ist immer noch ein bisschen laut. Hier, eine Comp, das brauche ich. Ne, ich glaube, ich suche bloß eine Rasierklinge. Ich glaube, eine Comp habe ich. Wie komme ich da nochmal raus? Okay. Ja, ich komme gleich. Nein, ich drücke mal die falschen Tasten. So, eine Comp habe ich doch, glaube ich. Nein, ich habe keine Comp. Dann klaue ich mir schnell die Comp und dann... Schnell eine Comp klauen. So, die brauche ich. Ja, ich brauche nur so eine Rasierklinge. So. Ja, ich bin ja schon da. Ist trotzdem noch scheiße laut. Das ist voll krass, ne? Ich kann ja gleich mal gucken, kann man hier irgendwo einstellen? Aha, bla bla bla, die labern. Ich mache mal den Sound noch... Ey, guck mal, wie leise das schon ist. Und es ist trotzdem relativ laut. So. You have never had it so good. Ja. Ach, kann ich jetzt gehen? Ja. So, jetzt kommt... Breakfast. So, wie sieht's denn meine Werte aus? William und Hunter muss ich ja irgendwie... Ne, Martin muss ich, glaube ich, zusammenschlagen. Und es gab natürlich ein paar Leute, die auch gesagt haben, hier kann ich mir noch was rausholen. Zum Beispiel Löffel, Gabel, Messer. Nehme ich gleich alles mit. So, dann können wir uns hier hinsetzen und dann essen wir mal lecker. Njam, 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 njam. So, oh, die haben alle Aufträge für uns. Guck mal, die verkaufen uns was. Mal schauen. Bye. Oh, das bräuchte ich sogar. Aber dann müsste ich $21 ausgeben, um was zu bekommen. Ich weiß es gar nicht. Also, um ein bisschen was zu bekommen, müsste ich so viel ausgeben. Ist ein bisschen sinnlos. Ein Magazin, ein Rope, ein Button. Puh, ist nicht so einfach, das zu kriegen. Also, was kriegt man denn? 19 kriegen wir bloß. Nee, da muss ich die Rasierklinge irgendwo so auftreiben. Aber jetzt kann ich wenigstens, mit dem Zeug kann ich den Tunnel weitergraben. Hahaha. So, was haben die dir für Aufgaben? Martin, finally found out who's been snitching on my guard the next morning will call for me, so I can reward him. Ja, nee, sowas. Ja, vielleicht. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich sowas machen möchte. Oh, Playing Card. Na klar, wir nehmen alles an.
Oh, jetzt bin ich voll. Kann keine Fehler mehr annehmen. Okay, ich muss also Martin aufs Maul hauen. Und Officer Hunter muss ich aufs Maul hauen. Und ich muss noch Karten finden. Yay, freie Zeit, Freizeit. So, wo ist denn Martin? William, Liam. Huch. Darren. So, wie sieht denn überhaupt meine Condition aus? Na, hier muss ich drauf drücken. Doch, 7. Alter, ich dachte, ich bin ein bisschen besser gewesen, aber das ist ja gar nichts. Ich brauche mehr Speed. Ich habe mir da nochmal ein bisschen geschaut. Also, ja, Speed ist dann tatsächlich dafür da, wie schnell man halt zuschlägt. Das ist Mason. Das ist Martin. Aber Martin, muss ich ihn aufs Maul hauen? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, ich gehe mal schnell schauen. Ey, Martin, die Stärke. Oh, der ist schnell. Aber dich mache ich noch fertig, mein Freund. Aber erstmal hier noch ein bisschen. Lalalala. So, machen wir mal einen chilligen Tag sozusagen. Noch ein bisschen trainieren und wirklich mal alles ganz normal nachgehen. Ich mache mal hier zwei Hände verwenden, dann geht das leichter und schneller. So. What is that smell? Das bin ich. Ich rieche so gut. Ich bin der bestriechendste Gefangene der ganzen Welt. Ich rieche nach Schweiß und harter Arbeit. Ich will nämlich schneller werden. Ich werde der schnellste Gefangene der ganzen Welt. Oh, jetzt bin ich ein bisschen erschöpft. Gehe schon mal ein bisschen duschen. Ah, tut das gut. Mm. Ah, ich bin aber nicht nackig. Hier ist Martin schon wieder. Wie schnell bin ich denn jetzt? Ja, das ist gut. Ich könnte Martin fertig machen. Aber habe ich denn eine Waffe überhaupt dabei? Achso, das muss ich auch hier gucken, ne? Ich habe keine Waffe. Ich habe nicht mal eine Waffe. Das ist schlecht. Eine Waffe und dann jemanden zusammenhauen. Nicht gut. Ah, duschen ist so schön. Oh nein, die wollen schon wieder essen. Ah, da gibt es ja auch Erholung. So. Ich muss mir überlegen, wie ich mir eine richtige Waffe machen kann, weil ich glaube, so ein Plastikmesser, das wird nicht wirklich helfen. So, ruhen wir uns ein bisschen aus. Kann ich jetzt eigentlich einfach weggehen oder meckern die dann rum? Meckern nicht rum. Come on, Tenchi. Ah, ja, okay, die meckern doch rum. Lalala, na, Officer Raphael. So, ich schaue nochmal nach, weil ich sehe wirklich. Martin war es wirklich, okay, das ist gut. Und eigentlich haben wir wirklich nur Officer Hunter und Martin, die wir zusammenschlagen müssen. Okay. Ah, das ist so laut manchmal, der Sound. Ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben. So, Martin, mein Freund. Der hat bestimmt eine Waffe dabei. Da ist Martin. Martin. Er ist zwar ein bisschen schneller als ich, aber ich habe mehr Stärke. Und der hat gar keine Waffe. Das heißt, ich muss noch eine Waffe besorgen. Hallo. So, ich besorge mir jetzt noch eine Waffe, mein... So... Ich habe ja keine Waffen mehr, fällt mir gerade ein. Aber ich muss doch irgendwas als Waffe nehmen können. Oh, Pack of Playing Cards habe ich ja. Geil. Sehr schön. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo... Was ist denn... Oh, nee. Oh, Work ist dran. Work. Ich muss jetzt doch arbeiten, weil... Ich habe das gelesen, dass wenn man einmal seine Schicht nicht absolviert... Oh, zu Ende bringt seine Schicht. Dann wird man gefeuert. Und das wollen wir doch nicht. Oh Gott. Nein, ich kann nur eins gleichzeitig machen. Oh Gott, und das auch noch auf das 6. Oh Gott, 6. Oh Gott. Oh, das wird eine scheiß Arbeit werden. Ich sag's euch, Leute. Oh Mann. Ja, ja, mein Inventar ist voll. Na, 6, nicht 5. So. Dann 6 drücken und dann Draht drauf drücken. Ah, das geht ja doch recht einfach. Hier 6 und dann rein und 6 und rein. Aber wir müssen halt leider arbeiten und der Sound ist trotzdem noch echt arg laut, ne? Oh Gott, ey. Das kann ja was werden hier. Okay, nie wieder mit vollen Taschen arbeiten gehen. Das ist ja richtig nervig. Und dann suchen wir uns irgendwann auch mal einen neuen Job. Das wäre auch... Job. Wäre auch ziemlich cool. Wobei ich hier sagen muss, ich fühle mich hier so schön alleine. Ich habe hier keine Angst, dass irgendwas passiert. So, und viele haben jetzt gesagt, hier, macht doch die Decke an, bla 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 und so. Es ist ganz cool, dass ihr mir da helfen wollt. Problematisch wird es natürlich nur... Oh, nee, eins muss ich noch waschen, glaube ich. Problematisch ist nur, dass es halt so ein bisschen gespoilert ist, ne? Also... Ich finde das. Also ich möchte nicht alles auf einmal wissen. Bin ich jetzt fertig oder bin ich nicht fertig? Ich probiere den jetzt nochmal. Also ich möchte irgendwie gar nicht so gespoilert werden. Ja, ich bin fertig, okay. Ich brauche jetzt eine Waffe. Schnell, ich muss irgendwie eine Waffe besorgen. Aber wie? Warte mal, ich habe da noch hier den Auftrag. Und zwar. William. William möchte ein Playing Cards. Das ist Martin. Oh, Martin ist das. Scheiße, ist Martin. Soll ich den. Komm, ich versuche den umzubringen.
Komm, ich mach dich tot. Ich schaff dich. Komm, komm, los, stirb, stirb. Ja, ich hab gewonnen. Schnell, komm, nehme ich alles mit. Hä? Warte mal, soll ich... Hier, kriegst du das. Was soll ich eigentlich besorgen? Find a Red of Putty for William. Retrieve Joshas Leiter von Martin. Der hatte das gar nicht dabei gehabt. Hat das vielleicht... Nee, das ist auch nicht seins. Liam? Der hatte das gar nicht dabei. Der Martin. Was ist hier los? Muss ich in seinen Schrank reingucken oder wie? Hier ist Martins Schrank. Schnell mal reingucken. Da ist das der Leiter. Oh. Hier kriegst du eine Gabel dafür. Toll, das wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich den Sinus zusammengeschlagen. Der arme Mensch, ey. Oh, Exercise-Periode. Oh. Ja, ich bin ja schon da. So, noch ein bisschen was machen. So, noch eine Wiederholung. Und jetzt gehe ich duschen. Ah, schön duschen. Gut, da haben wir wenigstens eine Aufgabe erledigt, auch wenn wir jetzt sinnlos ihn zusammengeschlagen haben. Das tut mir ja fast schon leid. Wo ist denn Officer Hunter? Ist er hier irgendwo? Da ist er. Oh, shit, ich bin noch im Angriffsmodus gewesen. Oh, der hat gar nicht so viel Stärke. Den könnte man tatsächlich irgendwann zusammenschlagen. Ich brauche eine Rasierklinge. Hier, Martin, welcher hat einen Auftrag? Was hat denn der Martin für einen Auftrag? Final Found Out, wo ist mein... Achso, der möchte ja, dass ich den... Naja, mal gucken. So, lass mich noch ein bisschen trainieren. Ja, lass mich noch ein bisschen trainieren. Njaung, ich brauche mehr Speed. Schneller angreifen ist immer gut, glaube ich. Ich bin ja auch jemand, der bei Fighting-Spielen... der immer bei Fighting-Spielen eher so schnelle Charaktere nimmt, weil ich das einfach schöner finde. So, jetzt gibt's eh Essen, dann gehe ich jetzt erstmal bis zu 10 mache ich jetzt noch. Und fertig. Nehmen wir noch schnell Essen. Können wir uns ausruhen dabei. So, nehmen wir uns ein Tablett. Yam, yam, yam. Setzen wir uns hier hin. Dann ruhen wir uns aus. Schön. Okay. Wir haben jetzt zwei von diesen Comp-Dinger. Ist total Sinn. Das ist auch Pack of... Ah, ich habe noch die Cards. Genau. Playing Cards für William. Wo ist denn der William? Mein Freund William. Hier, ey, William, ich muss dir was geben. Wie wär's damit? Danke, mein Freund. So, ich esse weiter. Okay, dann haben wir noch ganz schnell alles abgearbeitet. Das hier müssen wir wirklich noch basteln. Flashlight vom Officer Hunter. Die Frage ist, ob der die Flashlight dabei hat oder ob ich in sein Büro irgendwie rein muss. Wo auch immer das Büro ist, das sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen checken, wo die ganzen Büros sind und so. Wo ist denn der Internet? Das schaue ich jetzt echt mal nach. Wo ist denn das überhaupt alles hier? Wir haben jetzt eine Freizeit. Obwohl, nee, lassen wir mal kurz. Das machen wir vielleicht am nächsten Tag. Ich werde jetzt noch ein bisschen trainieren. Einfach, weil das auch mal gemacht werden muss. Alter, ihr hört bestimmt, wie ich rumklacker auf der Tastatur. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Nein. Oh Gott, ich habe mich verklickt. Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt so weit hochgehen muss. Aber ich glaube, umso schneller man rennt, umso schneller geht das Distanzding hoch. Trash the Gym up. Ja, das hättest du gerne, mein Freund. Okay. Also, ich finde das Spiel echt cool. Es ist nur schade, dass ich das halt irgendwie dann nur so im Let's Play spielen kann. Ne? Weil man möchte es ja irgendwie ja doch ein bisschen mehr spielen, als man... dann irgendwie kann. Oh ja, ich bin zu erschöpft. Das tut mir leid. Ah. So, ich brauche aber noch eine Rasierklinge. Wo kriege ich die her? Die kann ich mir irgendwo klauen bei jemandem. Aber ich muss mich auch duschen. William spilled all my dirty little secrets to the wall to cut his sentence. Worth a beating, I'd say. Oh, William soll zusammengeschlagen werden. Mach ich. Mason. William ist doch bestimmt eine kleine Nuss. Die kann nichts. Den schlage ich zusammen für dich. Ich werde immer krimineller. Ich war nur ein kleiner Krimineller, als ich hier eingebuchtet wurde. Und jetzt bin ich richtig, na, kriminell geworden. So, ich brauche eine Waffe. Die ja Waffen verstecken, die Leute. Das ist William. Der ist aber, ja. So, mein Freund, du kriegst jetzt auch die Nuss. Nein, nein. Ich wollte ihn gerade angreifen, ich bin hängen geblieben.
Den schaffe ich doch locker. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, der ist stärker, aber ich bin überhaupt nicht schnell. Oh, warum rennt denn der jetzt hier drinnen rum? Oh, der ist alleine. Jetzt mach ich dich tot. Ich mach dich fertig, Junge. Ich mach dich fertig. Stopp, 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 stopp. Nicht stopp, sondern werd bewusstlos. Yeah. Hast du was Tolles gehabt? Oh, Schokolade. Oh, Flashlight. Wieso kann ich das nicht nehmen? Hä? Ich kann das nicht nehmen. Warum nicht? Ach so, das ist irgendwie... Nein, jetzt ist das auch noch verpackt. Oh, jetzt kriege ich die Schokolade nicht mal mehr. Ah, jetzt konnte ich die Flashlight irgendwie nehmen. Da ist die Schokolade weg. Naja, was soll's. Evening Call. Ja, ich bin schon da. Kein Problem. So, wer wollten die Flashlight haben? Weil ich sagte eigentlich, ich soll das von Warden, von den Warden holen und nicht von dem. Lames Flashlight vom Officer Hunter. Naja, jetzt ist die Flashlight... Wenn das überhaupt die Flashlight ist, ne? Ich meine, die hat geblinkt. Hm. Dann gehe ich mal zu Liam. Ich wette mit dir, wenn ich Liam jetzt die Flashlight gebe, dann sagt er nur sowas wie... Nein! Oh, shit! Ich war noch im... Ah, fuck. Ich war noch im Angriffsmodus. Es tut mir leid, Liam. Ich wollte dich nicht angreifen. Ich wollte dir doch bloß die Taschenlampe geben. Nee, das ist er gar nicht. Nein. Da ist Liam. Hä? Was ist hier los? Liam. Oh, jetzt habe ich... Ich habe mir hochgehoben. Oh. Ups. Nice one. Ja, klasse. Scheiße. Okay, hat nichts gebracht, aber... jetzt werden wir das mal testen, was ihr so schönes gesagt habt. Und zwar werde ich jetzt mein Bett nehmen. Und das Bett werde ich jetzt hier dranhängen. Ja, ich bräuchte zwei davon. Na gut, das passt schon. Na? So, jetzt löffeln wir einfach mal schnell ein Hohl. Okay, ich muss jetzt immer selbst drücken, okay. So. Wir graben uns hier durch. Hoffentlich kriegt das keiner mit. Okay, das sieht gut aus. Ich wette mit euch, gleich kommt einer. So, ich glaube, wir haben genug gemacht. Das wird zu gefährlich. Ich gehe lieber jetzt ins Bett. Haben wir auch gute Arbeit geleistet. Ups. Was ich aber noch testen wollte, ist eigentlich das hier. Und zwar so, dann gehe ich auf den Tisch drauf. Na? Na, oh, das geht irgendwie nicht so. Ja. Hier, wenn ich jetzt hier irgendwie. Kann ich dann irgendwie mit einem Schraubenzieher. Ich hätte vielleicht den Schraubenzieher mal klauen oder kaufen sollen von jemandem. Ach, falsche Taste. Ah, ich drücke immer die falschen Tasten. Das gibt's ja gar nicht. Naja. Schlafen. Okay. Ohne Kissen geschlafen, aber das passt. So, ich schlafe ja immer ein bisschen länger als die anderen. Kennt man ja. So. Bitte wieder da drauf schmeißen. Ach nein, das Pillow habe ich jetzt. Ich brauche aber kein Pillow, zumindest momentan nicht. Aber hier einen zweiten kann ich gut gebrauchen, ein zweites Lagen. So. Mob. Watch. Das ist ja alles nichts Schlimmes, das kann man ja alles haben. Ich habe noch ein Wire, also bräuchte ich das hier gar nicht. Aber das hier brauche ich auf jeden Fall mal und die hier werde ich, glaube ich, runterspülen. Wobei, den Löffel kann ich gebrauchen, aber den kann ich mir auch schnell wiederholen. Aber ich glaube, den Löffel werde ich... Ach, der ist sogar schon beschädigt. Egal, ich lasse den mal drin. Und den Rest spule ich erstmal runter, weil... Brauche ich nicht. Ah, ich kann nur alle paar Sekunden flashen. Aber es ist drinne. Das ist doch schon mal was. So, ich muss schnell zum Morning Call. Ich muss auch schnell schauen. Oh, eine Socke. Geil, da kann ich mir eine Waffe basteln. Hehe, da mache ich noch die Seife, nehme ich dann noch. Und dann bastel ich mir eine Waffe. Hallo, hier bin ich. Irgendjemand hat auch geschrieben, ich muss beim Morning Call bloß so lange da sein, bis sie gesagt haben, welche Zelle durchsucht wird. Aber, sagen die auch sowas? Die quatschen irgendwas, quatschen die immer, ja. Yay, hol ich mir jetzt eine Waffe. Hallo. Naja, ich weiß, ich sollte eigentlich Dings sein, aber ich muss ja was kombinieren, meine Freunde. Ich muss das hier und das. Was? Ich brauche 5 mehr Intellekt, um das zu kombinieren. Oh, das ist ja doof. Dann hole ich mir die. Aber erstmal geht's essen. Dann hole ich mir nachher das dann. So. Vielleicht hole ich mir auch noch gleich einen neuen Löffel. Obwohl, nein, das reicht schon so. Ich esse jetzt einfach ganz normal.
Wie jeder andere auch, damit meine Dings runtergeht. Dann baue ich mir so eine geile Sockenwaffe. Das Geile ist, die kann man ja immer bei sich rumtragen und erst in den richtigen Moment zusammenbasteln. Aber ich brauche noch mehr Intellekt, denn ich bin sehr dumm. Ich bin jetzt zwar schnell, aber auch sehr dumm. Und das ist ja, also muss das sein. Und jetzt, ganz schnell. Morning, Freizeit. Das heißt, schnell zum Computer. Internet. Internets. Internets. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Ich kann die Waffe basteln, nehme ich an. Ah, Mist, die ist verboten. Ah. Jetzt habe ich eine verbotene Socke bei mir. Das heißt, wenn ich jetzt durchsucht werde, wird es nicht so leicht. So, dann gucken wir mal, wie müssen wir denn zusammenhauen? Feind, sie fliehen, slashen dich. Officer Hunter könnte ich höchstens mal zusammenschlagen, aber... Ich muss gerade niemanden zusammenhauen, aber ich habe wenigstens eine Waffe und kann mich verteidigen. Da ist Officer Hunter übrigens. Den könnte ich eigentlich kaputt machen. Ich hole mir noch ein bisschen Stärke. Niaung. Niaung. So. Ich mache nichts Unauffälliges. Ich mache nichts Unauffälliges. Ich mache nichts Auffälliges, Officer. So, ich mache bis zu 10. Habe ich noch 5 Punkte dazu bekommen. Dann ist die Morning-Dings sowieso bald wieder zu Ende. Kann ich dann nochmal duschen gehen. So, schaue ich mal. Ja, sieht gut aus. Stuart. Officer Hunter. Die wollen alle zusammengeschlagen werden von mir. Liam verkauft Sachen. Was verkaufst du denn Schönes? Oh, was ist das denn? A Step Letter? Hä, ist das eine Leiter? Eine Step Letter? Aus wie eine Leiter. Ein Hammer. Talcum, Tube of Glue. Mal ein bisschen, Sachen besorgen vielleicht. Mal schauen, was die hier so haben. Toilettenpapier. Tube of Toothpaste. Aha, aha. Ich brauche immer noch eine Rasierklinge. Schnell, während die alle essen. Schnell mal gucken, ob ich eine Rasierklinge irgendwo kriegen kann. So, naja. Doch nichts gefunden. Oh, nein, keiner hat eine Rasierklinge. Dann gehe ich jetzt mal schnell essen lieber. Oh, da kann ich auch telefonieren. Aha, hast du gar nicht gesehen. Da muss ich auch mal hinschauen. Nachher. Und in der Nacht müssen wir wieder unseren Tunnel graben. So, okay, das smells funny. Aber ich muss halt total aufpassen, nicht, dass die irgendwann mal meine Zelle durchsuchen. Da habe ich natürlich dann ein Problem. Aber ich glaube, ich muss tatsächlich noch andere Berufe nachgehen. Irgendwann mal. Weil da wahrscheinlich Sachen gibt, an die ich irgendwie rankommen muss. So, ich habe 207 Dollar. Krass. So, arbeiten wir erstmal noch schnell. Die Arbeit geht ja schnell zu Ende. Das heißt, wir haben da noch recht viel Freizeit, wenn wir fertig sind mit Arbeiten. Ist immer gut. Eins und zwei. Eins und zwei. Dun, dun. Ah, arbeiten ist schön. Arbeit befreit einen. Man kriegt auch Haufen Knete. Eigentlich könnte ich Haufen Sachen schon kaufen. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld anfangen soll. So, noch 2 Wäschen und wir haben unseren Zoll erfüllt. Nehme ich an. Unsere Quote. Und. Ja. Wir sind fertig. Sehr schön. Was ist denn hier eigentlich? Ach so. Okay, ich wollte ja jetzt nochmal. Was wollte ich jetzt schauen? Telefonieren wollte ich, aber ich muss auch noch ein paar Sachen finden. Eine Rasierklinge zum Beispiel. Gucken wir mal, ob hier irgendwie der Martin eine Rasierklinge jetzt hat mittlerweile. Oh ja! Sehr schön. Ist sie verboten? Nee. So, dann bastel ich daraus nämlich was. Ich muss jetzt mal das andere holen von meinem Zimmer. So, mein Zimmer ist hier. So. Und zwar das Ding. Und dann, wer wollte das haben? Find a Comship for Stuart. Ich schau mal, ob ich irgendwo Stuart finde. Weil wenn ich den finde, werde ich dann vor Ort das Ding zusammenbasteln können. Martin, Liam. Ich glaube, ich werde mir die Gesichter und so nie merken. Weil dafür mache ich immer viel zu viel Pause dazwischen. Als wenn ich die dann immer finden könnte. So. Ihn.
Liam, Joshua. Aber ein Tag dauert doch recht lange. Also ich glaube, wenn man jeden Tag einen Ingame-Tag zeigen würde, wäre doch ziemlich gut. Ich habe eigentlich so viel Zeit jetzt gehabt, die habe ich verschwendet. Aber wo ist der Stuart? Gibt's ja gar nicht. Ich kann ja mal telefonieren. Wenn ich Stuart schon mal nicht finde, dann telefoniere ich wenigstens mal. Mal schauen, wie es ist. Vielleicht kann ich ja meine Familie einladen, dass sie mir was reinschmuggeln. Ah, es geht anscheinend noch nicht. Schade. Oh, achso, das sind die Solitaries. So, und hier kann man also draußen einfach so rumlaufen. Oh. Exercise! Da ist Stuart wahrscheinlich dabei. Dann kann ich dir das geben. So. William, Mason, da ist Stuart. So, ey Stuart, du wolltest doch was haben, ne? Feinde Kompfschiff. Okay, das heißt, ich bastel mal schnell ein Kompfschiff. Ah, das ist ein Komplett. Oh, bin ich doof. Shit, das ist ein Blade. Oh. Ein Kompfschiff. Da weiß ich gerade nicht, was es ist. Ich glaube, jemand hat das in den Kommentaren geschrieben. Da muss ich mir, bevor ich die nächste Aufnahme mache, eigentlich mal anschauen. Theoretisch ist die Aufnahme jetzt zu Ende, aber wie gesagt, ich mache zwei Tage einfach. Dann könnte man eigentlich auch jeden Tag einen Tag raushauen. Lang genug sind ja die Tage eigentlich. Vor allem, wenn man dann auch im Menü rumgurkt und so. Dann passt das. So. Find a Red Booty Comp Schiff. Schiff. Was ist ein Schiff? Da weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte, das war dieses Teil hier, aber es ist ein Komplett. Was übrigens wahrscheinlich besser und stärker ist als der Maze. Dann können wir irgendwann jemanden zusammenschlagen. Muss ich noch jemanden zusammenschlagen? Ich glaube nicht, aber Officer Hunter, den will ich immer noch zusammenhauen. Wo ist er denn eigentlich, der Officer Hunter? Der steht bestimmt wieder hier draußen. Ja, ich komme ja gleich, komme ja gleich. Das da mache ich dich fertig. Stirb! Komm. Nein! Der hat es echt geschafft. Oh, fuck. Ah, da sind jetzt also schöne Sachen wieder weg jetzt. Ich hoffe, die durchsuchen nicht unsere Zelle noch. Ah, schöne Waffen weg. Ach, schade. Ja. Ich habe es wenigstens versucht. Aber ich hätte ihn fast umgehauen. Fast wäre er tot gewesen. Officer Hunter, mein Freund. Was hast du für Werte, sag mal? Ja, Haufen Speed und er hat halt dieses fette, die fette Waffe. Da muss ich eine bessere Waffe finden oder ich muss mich selbst übelst noch hochschrauben. Ey, haben die mein Fressen geklaut. Ups, ich wollte da nicht hochgehen. Entschuldigung. So, was habt ihr für Aufträge noch für mich? I plan to teach someone a lesson during next mid-roll call. Get the guard's attention so I can do my thing. Okay, mach mal. Mach ich einfach. Martin. Next morning, klar, machen wir halt voll ein auf Ablenkungsmanöver hier. Ich hoffe nur, dass sie nicht dann irgendwann meine Zelle durchsuchen, weil ich jetzt ja immer Ruhe unstifte und so, weil dann finden die vielleicht mein Loch, was ich ja jetzt gleich noch weitergraben wollte, aber ich hab den Löffel ja noch. So. Evening free time, nee, dann werde ich noch schnell trainieren. Und dann das Loch irgendwann weiter quabeln. Was möchte ich denn noch trainieren? Ich brauche mehr Stärke. Geschwindigkeit bringt mir nicht viel, wenn ich nur Dings habe. Ich muss mal kurz gucken. Ja. So, und Intelligenz muss auf jeden Fall auch noch hochgeschraubt werden, damit ich irgendwann auch noch alles bauen kann. Na, so. Und ja, es wurden schon geschrieben, ja, man kann innerhalb von 3 Minuten am ersten Tag schon ausbrechen. Ja, kann ja sein, aber Ich will es auch gar nicht wissen, um ehrlich zu sein, weil was bringt mir das dann? Dann ist das Spiel doch gar nicht mehr toll, dann ist es doch langweilig. Mein erster Ausbruchsversuch wird wahrscheinlich versuchen mit einem Tunnel, weil das ja so richtig klischeehaft und klassisch ist. So bis 20 versuche ich zu machen, wenn er es mir zulässt. So. Ey, jetzt bin ich so stark, Guckt euch an. Alter, bin ich stark. 58, ist ja noch nicht so das Stärkste, aber hey, es geht noch. Eigentlich müsste man auch einen Haufen zusammen craften können. Ich habe ja hier auch noch Crafting-Sachen wie den Key. Hier, da müsste ich aber das und das erstmal kriegen. Hier, Putty, das Utility-Key, Putty. Putty, was könnte das sein? Knete wahrscheinlich. Das kann sein. Dass das Knete ist. Ich hätte auch eine Uniform. Vielleicht kann ich mich auch mit der Uniform irgendwie rausschleichen. Da bräuchte den Schlüssel und die Uniform. Dann könnte ich mich wahrscheinlich rausschleichen. Ach komm, wenn wir schon mal hier noch Freizeit haben.
Also ich glaube, die Werte hoch zu trainieren ist schon wichtig. Also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass das wichtig ist. Weil die sacken aber, glaube ich, auch wieder ab. Also so ist es nicht. Sollte ich eigentlich noch jemanden zusammenhauen? Nein, ich sollte, glaube ich, nur ablenken. So. Das reicht erstmal hier. Gleich kommt der Evening Call. Nur ein bisschen duschen. Habe ich noch irgendwas? Evening Call, soll ich da was machen? Mit Midday und Morning. Okay, ich müsste das nicht machen. Ach ja. Nee, warte mal. Ich sollte hier noch irgendwas. Ja. Kompschiff. Ein Kompschiff. Schiff. Keine Ahnung, wie das ausspricht. Oh, ey, diese Geräusche sind doch ein bisschen laut. Naja. So, hallo. Ich bin der Erste, der da ist. Also, Leute. Ich bin jetzt euer... Ups. Ja, dann halt so. Count Time. Die 10 jetzt durch. Ich verstehe. Stuart and Josh. Stuart and Josh, please behave today. Aha. When did someone escape but soon returned? Aha. We have only gone and we gave an award. Aha. Ein Award gibt's jetzt. Sadly, our karaoke machine is snacked. Ey, was verkaufst denn du so für Sachen? Toothbrush Schiff. Das ist ein Schiff. Toothbrush Schiff. Aber was ist das für ein... Was haben die da dran geklebt? Ich weiß nicht, was das Schiff ist. Das muss ich echt mal schauen. Ein Pfeil. Ah, eine Pfeile wahrscheinlich. Bag of Zement. Ein Medikit und ein Leiter. Bag of Zement. Okay, ein Zementblock. Alter, was verkaufen die hier für Sachen? Ein Zementsack. Oh, ein Screwdriver. Bräuchte ich einen Razorblade. Ich glaube, den kaufe ich mir. Der ist ja nicht verboten. Doch, der ist verboten. Und eine Rasierklinge kaufe ich mir auch nochmal. Mit dem hier kann ich vielleicht die Lüftungsschächte mal aufschrauben oder so. So, dann tun wir jetzt unser Ding. So, das nehme ich. Oh, das klickt da drauf. Nein, falsche Taste. Was ist denn eigentlich, wenn die jetzt hier vorbeikommen? So. Oh, Mist, ich habe meinen Löffel noch gar nicht. So. Nein, drei. Nein. Hört keiner. Oh ja, geil. Das Loch ist schon 40% groß. Und das ist ja nur ein Loch. Also ich muss ja richtig durchgraben. Das ist ja das Lustige. So. Bis der Löffel kaputt ist. Oh, da kommt jemand. Da kommt, oder? Nein. Ich habe doch gerade was gesehen. Oh mein Gott, ist das spannend. Also das Video ist schon etwas länger jetzt. Aber ich hoffe, da habt ihr nichts dagegen. 2 Tage dauern halt doch ein bisschen lange. Oh ja. Okay, der Spoon ist kaputt. Das ist okay. Jetzt wollte ich eigentlich noch schauen, ob ich mir den Screwdriver... Ah. Oh, sehr schön. Vielleicht kann ich auch noch die Lüftungsschächte abbauen. Das wäre ja auch geil. Okay. Oh, geil, ich kann hier oben hin. Geil. Oh, schnell wieder... Oh, ich muss vielleicht wieder zumachen. So, fällt gar nicht auf. Fällt gar nicht auf. Ich habe auch jemanden gesehen, der hat hier oben Sachen versteckt. Einmal habe ich ein Let's Play angeguckt, also nur kurz mal reingeschaut, wie das bei dem aussieht. Hey, das Loch ist zu? Was? Wieso ist mein Loch zu? Was? Wieso ist mein Loch weg? Mein Loch ist weg. Hä, warum das? Toll. Kriege ich das eigentlich immer auf jetzt? Nein, das, also ich muss das immer aufbohren, oder wie? Ich das immer aufmachen, jetzt mit einem Screwdriver. Okay, dann wage ich mir jetzt meinen Weg. Ah, hier ist zu. Ach so, da muss ich mich auch noch durchgraben. Ich glaube, ich versuche es eher durch die Decke. Das ist sehr interessant irgendwie. Ach, das Loch ist wieder da. Ob dir das auffällt, wenn der Cover weg ist da oben? Fällt das auf? Ich würde ja gerne hier was verstecken. Ich weiß bloß nicht, wie er das gemacht hat. Dass er da Sachen versteckt da oben. Okay, na gut. Ja, ich würde ja auch gerne das... Ich mache das Cover mal wieder dran. Was nicht geht, weil ich den da hinstellen muss wahrscheinlich. Na, so. Und... Okay, dann gehen wir mal ins Bett. Oh, falsche Taste. Klick, klick und fertig. Gut, war ein bisschen länger die Folge.
Ich würde sagen, ich war der Tenchi hier von Sinups Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.